Ich bin Nati und willkommen zurück in der Küche meiner Oma. Und ich dachte, ja, die kann auch sehr gut Nachtisch machen. Warum zeigen wir euch nicht heute einfach mal einen Nachtisch? Und zwar machen wir heute einen Quarkpudding mit Heidelbeeren. Das war tatsächlich auch mein Lieblingsnachtisch immer als Kind mit Wackelpudding. Und deswegen möchte ich gerne, dass ihr das Rezept kennt, denn es ist sehr, sehr lecker. So, wir brauchen auch gar nicht viel dafür. Hier haben wir einmal Vollmilch. Davon brauchen wir 500 Milliliter. Ungefähr 200 Gramm von diesem Quark, 40%. Dann haben wir hier noch unseren Pudding. Davon nehmen wir die ganze Packung. 200 Gramm Heidelbeeren, die kommen aus dem TK. Und das ist auch gut und wichtig, dass die aus dem TK kommen. Kann man auch frische benutzen, Oma? Ja, kann man auch, aber ja nicht das ganze Jahr. Nee, ich wollte gerade sagen, wir kaufen ja saisonal, das ist wichtig, Heidelbeeren, ne? Jetzt gerade sind die noch nicht so da. Und dann haben wir hier noch 2 Esslöffel Zucker. Der erste Schritt ist, dass wir erstmal unsere Milch erwärmen. Hast du nicht alles genommen? Nein. Warum? Dann tue ich jetzt, mache ich das Puddingpulver, tue ich das in Tod sozusagen. Bisschen Zucker tue ich da rein, brennt das nicht so schnell an. Wenn die Milch kocht, dann nehmen wir es vom Herd und rühren das Puddingpulver, Milch, den Puddingpulver, Milchmix ein. Lasst Milch übrigens bitte niemals alleine auf dem Herd stehen. Bleibt immer dabei, so lange dauert das jetzt nicht, bis die aufkocht. Bei Milch, das geht schnell. Wenn man dann einmal weggeht, dann ist es verbraucht und dann habt ihr den Salat. Jetzt kochst du den einmal wieder kurz auf und dann nehmen wir ihn komplett runter. Ja. Wunderbar. Dann füllen wir den jetzt rein in eine große Schüssel. Bis hier ist das ja auch noch ganz normaler Pudding. Das kennt ihr sicherlich, wenn ihr euch auch mal Pudding selbst gemacht habt. Jetzt machen wir die Heidelbeeren da rein. Jetzt rührst du die um. Oder? Dann kommt da jetzt unser Quark zu. Und jetzt muss der noch ein bisschen stehen. Lässt du den abkühlen einfach oder? Ja, einfach abkühlen und dann ist er fertig. Und hier haben wir unseren leckeren Quarkpudding mit Heidelbeeren. Ich liebe dieses Rezept einfach. Das ist, wie ihr gesehen habt, super simpel und es schmeckt, wie gesagt, richtig gut. Probiert das unbedingt aus, einfach Pudding mal mit Quark zu machen. Das ist eine super Idee, meiner Meinung nach. Diese Portion ist jetzt ungefähr für 4 Leute. Ihr könnt ihn natürlich auch alleine essen, wenn ihr wollt. Aber wir werden uns denn jetzt alle zusammen schmecken lassen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video und das Rezept gefallen hat, dann lasst mir und meiner Oma natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Dessert-Ideen von meiner Oma haben wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!